Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder einen Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtortenkatapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich, indem er sich fallen ließ. Ende. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End? Aber, ihr wisst doch, Enden und Haie, man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuelocks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Ja, und damit Shalom und herzlich willkommen zu Deponia Doomsday. Yeah. Der vierte und vielleicht auch letzte Teil, weiß es nicht, der Deponia-Reihe. Wen begleiten wir eigentlich? Ich würde sagen, könnten wir das Tutorial spielen. Dazu klicken wir jetzt einfach nur auf diesen grünen Pfeil. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, auf das rote X klicken. Hier von meiner Maus gerade schön angepriesen. Damit könnt ihr dieses Tutorial auch überspringen. Das überlasse ich euch. Da drücken, wenn ihr zur ersten Folge wollt. Wenn es richtig losgeht. Hier drücken. Genau. Ja. Aber nein. X. Hier, rot X. Drücken. Gebt es zu. Ihr wollt es doch auch. Ihr wollt das Tutorial gar nicht spielen. Ja. Ich kenne dich. Weiß ganz genau, was du willst. Ja. Drücken. Drücken. Ja. Drücken. Okay. Ihr wollt es also tatsächlich? Ihr sollt es bekommen. Das Tutorial. Willkommen im Tutorial.
Das Tutorial wird dir Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels beibringen. Benutze die Schaltfläche am rechten Bildschirmrand, um die Tutorial-Nachricht erneut anzuzeigen. Benutze als erstes die Hotspot-Taste, um interessante Objekte zu finden. Mit ihr werden alle interaktiven Objekte einer Szene hervorgehoben. Halte hierzu die Mausrad-Taste oder die Leertaste gedrückt. Machen wir mal hier mit der Leertaste. Okay. Dein Cursor besteht aus zwei Zahnrädern, einem großen und einem kleinen Zahnrad. Das große Zahnrad steht für die Linksklick-Aktion Interagieren, das kleine für die Rechtsklick-Aktion Ansehen. Check! Du solltest nun von dieser Plattform herunterklettern. Bewege deinen Cursor auf die Leiter und benutze einen Linksklick, um mit ihr zu interagieren. Kurz hier mit der Maustaste. Auch das gleiche wie die Leertaste. Ihr hört es jetzt vielleicht nicht, weil meine Tastatur recht leise eingestellt ist. Ja, die Edward Snowman. Das ist eine, eine interessante Cultural References. Das ist der feiste Werkzeugkasten. Edward Snowman und die Leiter. Gucken wir uns mal den Werkzeugkasten an. Sogar der Kasten für den Notfallschneidbrenner war vereist. Was für eine Scheißironie. Oh yeah. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Ich finde, das Ding sieht sogar tatsächlich ziemlich cool aus. Hier ist übrigens der Button für Tutorial-Nachrichten. Ja, machen wir. Können wir das Tutorial immer noch überspringen? Machen wir nicht, weil wir klettern jetzt die Leiter runter. Yeah! Manche Objekte kannst du dir ansehen. Benutze dazu einen Rechtsklick. Schau dir nun die Edward Snowman an. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Übrigens ist eines der Zahnräder am Cursor leer, hat das Objekt unter dem Cursor keine entsprechende Aktion. Klicke auf eine freie Stelle am Boden, um dich zu bewegen. Du kannst diese Szene verlassen, indem du den Ausgang benutzt. Diesen findest du am rechten Bildschirmrand. Um eine Szene sofort zu verlassen, benutze einen Doppelklick. Verlasse nun die Szene. Ja, jetzt wollen wir jetzt mal hier keine Szene machen und die Szene einfach mal verlassen. So. Siehst du die Spraydose? Diesen Gegenstand kannst du einsammeln. Interagiere mit der Spraydose und hebe sie auf. Ach da. Uiuiui, ein Riegel, Graffiti. Graffiti! Türknopf und... Q-Lock Gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Oh. Jeder Gegenstand, den du aufsammelst, wird im Inventar abgelegt. Auch das Inventar kann durch I oder Drehen des Mausrads zugegriffen werden. Ich denke mal, wer mich jetzt so die letzten drei Let's Plays verfolgt hat, der weiß, dass ich unglaublich gerne mit der Maus agiere. Du kannst Gegenstände in deinem Inventar kombinieren, indem du sie miteinander benutzt. Öffne das Inventar, wähle die Spraydose aus und benutze sie mit dem Feuerzeug. Das Feuerzeug war mehr als nur eine sentimentale Erinnerung. Man konnte damit auch Feuer machen. Okay. Q-Lock Gelb. Nicht gerade meine Lieblingsfarbe. Okay. Fire. Bomba. Fetzig. Sehr gut, gehe nun zurück zum Fahrzeug. Okay. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Das ist dem Organon aber auch ähnlich. Irgend so ein Punk hatte keine Hoffnung an die Tür zum Sprengturm gesprayt. Erzähl was Neues.
Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, lachhaft. Naja, hatten wir alles schon. Wobei ich die Stimme ziemlich cool finde. Du kannst einen Gegenstand in die Hand nehmen und ihn dann mit einem anderen Objekt benutzen. Klettere die Leiter hinauf, nimm dann den improvisierten Flammenwerfer durch einen Klick im Inventar auf und schließe das Inventar, indem du ihn aus dem Inventar bewegst. Schmelze dann das Eis am Werkzeugkasten, indem du mit dem Flammenwerfer anklickst. Okay. Ah, ich mag diese neuen Animationen, ja. Das ist schön. Gut, so neu ist das Spiel jetzt auch nicht. Glückwunsch! Spiele jetzt erstmal alleine weiter. Wenn weitere Spielelemente eingeführt werden, bekommst du eine Benachrichtigung. Gut. Der Schneidbrenner hatte mir gute Dienste geleistet. Aber nun waren die Marshmallows ausgegangen, wie alles mal ausgeht. Marshmallows, hast du doch noch nicht ewig nicht mehr gegessen. Bestimmt schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren nicht mehr oder so gefühlt. So, wir lassen jetzt auf einmal wieder die Edward Snowman hinter uns und begeben uns zum Sprengturm. Gucken wir mal. Regal, Türknopf. Den habe ich noch, das ist gut. Der Schneidbrenner. Ist natürlich jetzt die Frage, haben wir denn genug Schneid, um ihn einzusetzen? Okay, ich lasse es schon. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Yeah. Okay. Was ist lustiges Geräusch? Einfach. Upsi! Siegel zu durchtrennen, hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Na dann. In dieser Szene ist ein Kraftbalken eingeblendet. Hier musst du so schnell wie möglich klicken. Viel Erfolg. Guter Mausfinger. Ich sag's euch, das ist. Und weißt du alles, was du für das weitere Abenteuer wissen musst? Das Tutorial ist hiermit beendet. Viel Spaß! Nein! Okay, wir lassen es. Versuchen wir es mal. Okay, was haben wir hier? Eine Stange und eine Kralle. Halt aus dem Zimmer. Stange kann ich dir reichen. Boah, pass auf die Faust ins Auge. Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung. Die Hoffnungslosigkeit. Und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Okay, wir sind also auf einem richtigen organonischen Sprengturm. Sie kommen durch. Dann werde ich mich wohl ein bisschen beeilen müssen. Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze.
Ich habe so eine Ahnung, wer sich unter der Kapuze versteckt. Da lag es nun, kaputt im Schnee, ausgebrannt, am Boden zerschellt. Elysium, Symbol der Hoffnung. Was für ein Kitsch. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt noch den improvisierten... Es war unnötig, die Fuelogs noch weiter zu verärgern. Die Tür würde sie vorerst aufhalten. Okay. Bald würde alles brennen. Elysium hatte lange genug gebrannt. Hm. Bald würde alles brennen. Also scheint uns wirklich jetzt keine andere Möglichkeit mehr zu bleiben, als... ja... Tatsache, den roten Knopf zu drücken. Tja, das war's dann wohl. Das Ende meiner... Das... Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. Der sieht aus wie Magnum. So ein Schmeißdreck. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na warte. Was muss ich tun? Aufbombe... Oh Gott. Ich erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Oh, ich habe scheinbar einen Erfolg eingeschaltet. Oh, ist das süß! Schnabeltiere! Deponia Doom.